Leute, ein Multi am Morgen. Kann meine Augen nicht öffnen. Erst so früh. Okay. Aber tag mir noch. Jetzt. Oh mein Gott. Boah, shit. Ich aussehe. Jetzt komm mit. Nice, Alter. Den habe ich gebraucht für Super Battle Road. Korrekt. Korrekt. Und ist es die GSSR? It is the GSSR. Oh, now summon wisely, my friend. Olle, ey, Multi Summon, jetzt seht. GG. Was geht ab, Mann und Sie Fighter aus hier? Und wir nähern uns langsam dem Ende des Discounts, diese 300 Stunden bei dem Gogeta und Vegito Banner. Gogeta haben wir immer noch nicht, nach so vielen Durchläufen, ja. Wir sind schon ein bisschen, ich glaube, knapp 1000 Stones haben wir schon für Gogeta selbst alleine nur in seinem Banner rausgehauen. Vegito fiel Gott sei Dank im ersten Durchlauf direkt mit 90 Stones. Aber worauf ich hinaus will, ist. Zum einen, ja, ihr seht, die Stones sind da. Die Stones bei Rajit bzw. die Dienste sind wieder online. Checkt auf jeden Fall am besten Informationen auf meinem Discord-Kanal aus, im Text-Channel selbst. Da bekommt ihr Informationen dazu, wie das gerade abläuft mit den Stones selbst, wie man wer bestellen kann, wie man bestellen kann, etc., wie es aussieht. Andere Sache ist jedoch, ich habe hier noch ein bisschen Zeit. 2 Tage Discount, 52 Stunden. Was ich machen werde, ist, eventuell werde ich das Video quasi mit anderen zusammenschneiden, je nachdem, wie die Ausbeute sein wird. Ich werde jetzt nicht alles auf einmal raushauen, um hier crazy zu gehen, um Goethe auf Muss zu ziehen. Nämlich, ihr seht, ich habe noch 52 Stunden. Ich werde jeden Tag, sage ich mal, einen Durchlauf machen mit 5 Stones, während 300. Und dann schauen wir mal. Hoffentlich droppt er bis dahin. Wenn nicht, auch nicht schlimm, weil, Freunde. Seid nicht so greedy, seid nicht so greedy, ich sage es euch immer und immer wieder, nach dem Discount sind die Banner noch bis zum 13. August online, wir bekommen dann dafür aber pro Mutti haben keine Tickets mehr und der vierte Mutti wird dann nicht mehr kostenlos sein Logo, die Ticketbanner selbst werden auch bis zum 13. online sein, aber das nur, damit ihr die Tickets, die ihr schon habt, ausgeben könnt, das hat der Sinn, also das hat quasi der Austausch dafür, wie gesagt, ich lege hier am besten mal los und mit dem ersten Durchlauf für heute quasi schauen wir, was hier abgeht. Aber ganz wichtig, also seid wirklich nicht so greedy, weil die Banner selbst sind noch sehr, sehr lange online. Und wer weiß, vielleicht droppen die ja noch bis dahin, bis was kommt. Und bis dahin, bis zum 13. kommen keine neueren krassen Banner mehr, sondern die gefeatureten Alerts zu Part 2. Part 2 beginnt entweder ist schon online, wenn ihr das seht, Part 2, oder beginnt dann quasi am Montag. Was ist das für ein Day? Montag, 23. genau. Wie gesagt, so oder so, deswegen habt noch ein bisschen Geduld an der Stelle. Wir machen aber mal weiter hier. Was hatten wir jetzt? Overfreezer. Jetzt Overfreezer, gucken wir mal. Ja, ist aber so. Ja, also wir sind echt deep gegangen bei Gogeta jetzt schon. Legit, aus dem Banner brauche ich nur Gogeta. Alles andere ist entweder nicht mal mehr ein Dupe wert, fast. Nur bei Strength Janemba und bei Gogeta einer. Bei Vierfachen. Aber schauen wir mal, was hier abgeht. Und ja, wenn euch das Ganze bis jetzt auf jeden Fall schon gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Und wenn ihr unseren Einsatz hier sehen wollt. Dann, ja, was soll ich sagen? Falls ihr neu seid, Freunde, drückt auf den Abo-Button, damit ihr nichts verpasst. Ein weiterer Majin Vegeta. Nice, nehme ich auf jeden Fall an der Stelle. War das die JSSR? Nee, okay, war es nicht. Okay, war es nicht. Aber weitere Majin Vegeta hätte. Oh mein Gott! Ja! Ich verdammte Scheiße, Mann! Ist es nicht jetzt, Alter? Nein! Endlich! Like legit, endlich! Nach so vielen Stones! Heilige. Heilige Dude! Okay. Dieses Video hat schon mal sehr, sehr gelohnt. Vielen lieben Dank an all diejenigen, die da die letzte Zeit mitgezogen haben, die ganze Zeit mit mir gekämpft haben. Man sieht den Gogeta, man sieht den Gogeta. Vor allem in dem Stream, wo wir insane Luck haben an dem Tag, ist quasi ein Tag drauf. Ich weiß, wann ihr das Ganze sehen werdet. Ich habe euch gesagt, ich werde jetzt partweise jeden Tag, bis der Discord noch online ist, hier Summon raushauen. Mach ich nicht. Weil wir haben Gogeta. Was ich auch machen werde, ist in diesem Video, dann schieße für das Video hier ab.
Ich nehme diesen Durchlauf mit und dann gucken wir, wie viele Tickets wir bekommen. Hoffentlich, also wenn 10 Flat kommt, wäre es echt geil. Ansonsten muss man mal gucken, wie das Ganze hier ausgeht. Vegito will ich nicht rein, muss ich nicht rein. Ich habe einen Vegito, das reicht mir total. Ich gehe da nicht, bin da nicht verrückt, gehe auf Dupejagd bei den LR. Wenn bei so einem Banner, die droppen nur zu 0,5%, da braucht ihr einfach Glück, wenn sie direkt mit Dupes droppen, ja. Wie in dem Video mit Ischu, was ihr gesehen habt, zwei Multis, in einem Multi, zwei LR Goreta, da braucht ihr das Glück. Alles andere brauche ich aus dem Banner halt nicht, deswegen, Leute, vielen Dank. Vielen Dank für alles einfach, für den krassen Support, für alles, legit alles. Wir machen noch den Durchlauf durch und dann gucken wir mal, was wir hier bekommen an Tickets. Dann bleibt den Rest der Stones für LMA Jin Vegeta, wenn er gefeatured kommt zu Part 2, wie gesagt. Weil da wollen wir noch ein Dupe mindestens, mehr will ich nicht für einen LR, also für einen LMA Jin und einen anderen LR. Zwei Dupes reichen mir unten rechts, oben links. Ja, was für eine Welt, wo bin ich angelangt, wo ich von LR Dupes rede? Vor allem mehr wären es The Dreams, aber ja, es hat sich krass entwickelt und ihr seid Teil davon, Freunde. Vielen lieben Dank auch für den Pulli gerade für LR Goreta. Oh, endlich ist der Boy gedroppt. Wirklich, endlich, finally ist er gedroppt. Und ja, wir genießen noch hier die zwei, drei Multis und Tickets vielleicht. Hoffentlich kommen wir auf die Tickets. Das wäre quasi noch das Beste, was jetzt passieren könnte. Ich bin da echt nicht gewillt, noch einen Durchlauf oder so zu machen, nur wegen den Tickets. Schauen wir mal ab. Ansonsten haben wir die Tickets mit dem Single raus. Schauen wir mal. Ja, dieser Multi. Ja, ich erwarte gar nichts legit. Wir haben einen LR Goreta, das reicht. Okay, das ist der GSR. It is the GSSR. Wäre das ein Single, beziehungsweise hätten wir das 10 Single rausgekommen, wäre es natürlich kein GSSR. Hier haben wir einen GSR. Wir haben jetzt 6. Oh, okay, jetzt brauchen wir 4. Wenn wir mindestens 4 Tickets bekommen, wären es 10, könnten wir noch den GSSR mitnehmen an der Stelle. Wenn nicht, hauen wir die Singles raus bei den Tickets. Ist mir auch Wurst an der Stelle. Und Gott sei Dank habe ich mich so dafür entschieden. Ja, das war die Sensei Oso, da hat es im Instinkt. Anyway, Freunde, let's go. Im Free-Multi macht ihr schon bereit, wenn ihr Bock habt, wenn ihr noch irgendwo Stones habt oder so, wenn ihr irgendwas noch online ist, irgendein Spiel, bla bla bla, machen wir Group Summon, Super Saiyan 3, die Animation passt ja an der Stelle auf jeden Fall. Im Free-Multi, wie gesagt, macht ihr schon mal bereit, wir haben hier an der Stelle Super Saiyan Goten. Alter, wir haben ihn legit gezogen, Alter, endlich, diese Pappnase. Endlich, LR Pappnase, ohne Witz, nein, Spaß, LR Goreta, also ihr könnt euch auf jeden Fall auch dann, aber ich wollte ihn unbedingt mindestens einmal haben, damit ich euch zu ihm dieses Showcase, sein Showcase bringen kann. Ich hätte ihn natürlich auch gerne, so ist nicht, aber Showcase, also Sex Content, damit ihr Teambuild Guide habt, weil das von Potara so gut ankam und ihr mich gefragt habt, ey, machst du auch für Fusion? Ich habe leider gesagt, ey, ich hab ihn nicht gezogen, jetzt könnt ihr euch darauf auch auf jeden Fall freuen. Ansonsten ist es wieder nur der GSSR. Weil ja, nach dem Bein ist so, der Ausgleich muss insane sein. Wenn wir einmal hier ein LR Goreta ziehen, ja, hier, der, da muss einfach nur GSR sein. Ja, boah, was soll's. Tickets? Wegen einem Ticket. Wegen einem haben wir kein Multi. Egal, wir hauen die neuen Singles raus, ist mir bewusst an der Stelle. Mach mal. Allen anderen empfehle ich natürlich, wenn ihr 10 Tickets habt oder noch Summons auf die 10 kommt. Dann nimmt auf jeden Fall 10 mit, weil die Tickets LR Goreta Elite auch GSR sind. Ich sehe runter, 3, 2, 1. Und dann feiern wir das hier ab gemeinsam. Okay, hoffentlich zieht das Geiles, wenn was irgendwas Geiles zieht, lasst mal auf jeden Fall wissen in Social Media Kanälen. Sei es Twitter, Discord, Instagram, haut das raus, haut die Screenshots raus, kommt YouTube-Kommentar. Ich gebe euch auf jeden Fall mein Glück, die letzten Tage, die ich habe, war ja sowas von insane. Freunde, seid ihr bereit? 3, 2, 1, abfeuern, let's go. Bin ich gespannt, was hier noch droppt. Danach holen wir noch die Tickets, holen die neuen Single-Summen raus. Alter, LR Gegeta. Legit LR Gegeta. Gott sei Dank. Das war geil. Das war geil, sage ich euch. Das war legit geil. Karot, nehmen wir mit. Von hinten, von den Jungs habe ich viele gezogen. Sei es mal. Dein Ernst? Kommt einfach zweimal hintereinander. Sei es Majin, sei es Vegeta physisch, sei es er, sei es Super Saiyan 2 Goku Angel. Das war gerade brutal, was er gebracht hat. Der so, ey, mein Ernst, du hast viele von denen gezogen, krieg gleich noch einen hinterher. Kalken Goku, okay. Ah, er erinnert mich gerade an Led. Oh, das war gar nicht der GSR. Okay, wow, wie viele SSR waren das? 1, 2, 3, 4. Nice. Erinnert mich gerade quasi an Legends, der Dude hier, weil er da auch Goku gedroppt ist, das Legends-Video, also an dem Tag, am 18. Juli, was ich alles gepult habe, war insane. Das ist der Tag danach und irgendwie ist mein Luck immer noch da, Gott sei Dank. Gott sei Dank bleibt das so. Ich weiß nicht, ich denke so, Glück kommt in Wellen, geht in Wellen. Ich glaube, gerade habe ich eine brutale Glückssträhne, Gott sei Dank, Halleluja. Nach den ganzen Durststrecken, vor allem in Legends.
Tut gut, Freunde. Und wie gesagt, wenn ihr das mitnehmen könnt, dann nehmt das mit. Wir haben hier noch 3 Tickets. Also 3x3, 9 Tickets. Die habe ich im SingSum hier auch raus. Jetzt gucken, haben wir mir hier Vergleich. Okay, hier kommt noch eine Fliege, irgendeine Fliege, keiner weiß. Jetzt haben wir Vergleich. Wie gesagt, wenn ihr 10 Tickets habt, macht Multi, kommt ein GSR. Ich bin hier diesmal nicht wisely, weil ich quasi hier nicht mehr summen werde und kein Ticket mehr bekommen werde. Ich hole einfach die Singles raus. Jetzt haben wir Vergleich. Hashtag 1 Singles summen oder Hashtag GSSR. Mit GS hat mir mindestens ein SSR bekommen, mit Singles summen jetzt hier mehr. Das ist die Frage des Tages. Schauen wir mal. Also wenn jetzt noch ein SSR hier droppt aus den 9 Tickets, wäre es radikal. Dann wäre unser Lack radikal. Dann wäre Hashtag 1 Singles summen main. Aber ansonsten hört auf euren Boy Osaru, Sensei Osaru, wenn ihr ein Multisum natürlich machen könnt, sei es in egal welchem Banner. In diesen halt, dieser 3-jähriges Ticket-Banner, da kriegt ihr pro Multi kein GSSR, aber wo GSSR ist, macht auf jeden Fall ein Multisum für ein GSSR. Puh, Gott sei Dank ist Gogeta noch gedroppt. Boah, Heiliger. War geil, war richtig geil. Richtig geil, das war echt geil, hat echt gut getan, hat echt sehr, sehr gut getan. So, Super Saiyajin 2, da hauen wir noch die Single Summon raus, oder? Was bekommen wir hier? Chaozu, okay, Chaozu, GG, Solo Q. Und dann haben wir noch 6 weitere Single. Ja, die Single Summon, ihr merkt schon, dauert ein bisschen, egal, das ist The Legend of 1 Single Summon. Müssen wir hier wertschätzen, komm, Hashtag 1 Single Summon. Gib uns ein SSR. Yeah, this is Crack Stream. It is the Crack Stream, man. Trust me. It is the Crack Stream. Ja, in meinen Träumen vielleicht. In the dreams war das ein Crackstream. Perfekt, meine Freunde. Was ist warum? Ich habe noch 380 Stones. Wir bekommen noch von der Stamina-Campaign. Sollten wir auf jeden Fall schaffen die Tage. Oder wenn ihr es anschaut, habt ihr schon 30 weitere. Da sind wir bei mindestens 400, die wir haben. Ah, nee. Tag-Banner will ich auch ein Multi raushauen. Da kann man jeweils nur ein Multi machen. Gott sei Dank. Da kann ich nicht greedy gehen. Ein Multi Sum Solid schmeckt. Fertig. Ah, Gelban hat uns LM Majin gebracht beim Tech-Banner. Schau ich mal. Worauf ich hinaus will, ist, wir haben dann auf jeden Fall mindestens 400 Stones für Majin Vegeta, wenn er gefeatured kommt. Das kann aber noch dauern. 1 bis 2 Wochen ungefähr. Part 2 fängt, wie gesagt, am Montag an. Was habe ich gesagt? 23. Juli. Und das ist dann Teil von Part 2. Dann so gucken, die wechseln sich immer abwechselnd an. Die LR-Banner, die gefeatured sind, die Units. LR Goku Black, LR Gohan, LR Trunks, LR Majin Vegeta, LR Broly. Ist jetzt nicht die Reihenfolge, in dem sie kommen, sondern nur, dass die halt kommen. Anyway, wir haben noch 3 letzte Singlesum, Freunde. 3 Singlesum für dieses Video mit Gogeta. Gogeta, endlich. Die hauen wir auf jeden Fall noch raus. Wenn ihr noch irgendwas droppt, dann wissen wir, okay. Haben wir auf jeden Fall noch Glück, dass wir aus dem Singlesum was gedroppt bekommen haben. Ein SSR zumindest. Wenn nicht, nehme ich auf jeden Fall mit. Dr. Jeddo, kannst mal zur Seite. Wir haben noch 2 Singlesum. Come on, Gang, come on. Hauen wir die auch noch raus. Und dann machen wir Schluss für heute, Freunde, wie gesagt. Ihr seid insane. Ein Pot. Nichts. Okay, leider hat mir das Singsam keinen Hype, deswegen, it is the GSSR. Bei den Tickets habe ich legit, egal, ich habe immer nur den GSR gezogen bei den Tickets. Krass. Hashtag 1 Singsam, gib mir die Kraft in den Kommentaren, damit ihr hier mal ein SSR ziehen, Freunde. Ja, komm. 1, 2, 3, 3 Pots. Ja, nice. Hier kommt noch ein SSR für euch zum Abschluss. Super Saiyajin 2. Super Saiyan 3? Nein, leider nicht. Okay. Nee, okay, ist kein SSR. Keine Ahnung. Ja, nein, vielleicht. Nö, Nail. Okay, ja. It is a GSSR. Aber ich kann da keinen auf GSR mehr. Nicht auf 10 Tickets mehr. Anyway, ihr merkt schon, ich bin schon irgendwo komplett anders in meinen Gedanken. Deswegen lasst uns noch die heutige Ausbeute zeigen. Mit. Ella Greta, wir haben jetzt beide, Gott sei Dank, können wir damit jetzt abschließen, Leute. Vielen lieben Dank für den ganzen Support in der letzten Zeit. Wir gehen auf jeden Fall noch weiteren gemeinsamen Weg. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne Zeit und viel Glück. Wir sehen uns das nächste Mal, Freunde. Peace, haut rein.